jetzt erstmal als erstes die Matthias, mein Medi, nicht kennen. Das ist ein Autotester. Ich weiß gar nicht, ob er auch Rennfahrer ist. Oder mal Rennfahrer. So, Jochen Hahn, für den Jochen Hahn nicht kennen. Jochen Hahn ist Truck-Europameister. Truck-Racing-Europameister. So, und Matthias, mein Medi und Jochen Hahn sind gegeneinander angetreten. Und da zeigt Jochen Hahn Matthias, mein Medi mal, was mit so einem Truck alles möglich ist. Und ich fand das sehr interessant und sehr toll. Und das wollte ich euch jetzt so kurz vor dem Prüfstandsvideo nicht vorenthalten. Wieso geht er nicht rein? Ich hab ihn getroffen! Verdammt nochmal! Shit! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Heute habe ich hier eine Verabredung, auf die ich eigentlich gar nicht so richtig Bock habe. Ehrlicherweise, weil die Verabredung ist mit Jochen Hahn. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, da steht er schon. Er wartet auf mich, hat richtig Bock. Sieht man auch in seinem Gesicht. Aber Matthias. Jochen. Moin. Grüß dich. Warum stehst du so schief? Das müssen wir einmal ganz kurz thematisieren. Ja gut, ich habe ein kleines Handicap eingebaut anhand von einem Hexenschuss, ja, um dir die Chance zu geben, annähernd an die Zeit heranzukommen. Ist die erste Ausrede. Seinerseits. Matthias, Handicap ist erwähnt, ja, aber die Frage ist ja, warum sind wir hier? Das kann ich dir beantworten, weil ich, glaube ich, 2-0 vorne liege. Nee, Inge, dein Nachbar bin ich garantiert nicht. Also übrigens, Jochen Hahn ist doch mal einen halben Kopf kleiner als ich. Nur mal so, weil ich kenne Jochen auch. Und Jochen ist doch kleiner als ich. Nur mal so zur Info, und ich bin 1,72,5. In unseren epischen Battles, die wir bei Grip hatten und so weiter, ne? Das war, also du liegst sehr, sehr weit hinten. Hancock möchte, dass die zwei geilsten Typen einfach einmal eine Challenge auf einem Level machen. Das heißt, zwei gleiche Fahrzeuge, ja, um wirklich mal rauszufinden, wer ist denn der Schnellere? Sieger Samstag, Sieger Sonntag nur übrigens. Das heißt, zwei Siegfahrzeuge. Also, was machen wir? Was hast du vorbereitet? Ist ja, heute tanzen ja alle nach deiner Nase, ne? Wir machen drei Dinge. Ja. Spaß, Spaß, Spaß. Genieß also, einfach diese Klatsche, Matthias, wolltest du gerade sagen, oder? Ja, und ich genieße den Tag. Zeig mir einmal das Auto, bitte. Du hast hier schon meinen Namen hingeklebt, Hammer. Ja, du bist verewigt, Matthias. 6.500 Newtonmeter Drehmoment. 6.500? Newtonmeter Drehmoment. Bei 1050 Umdrehungen. 1100 PS. So. Wie viel Newtonmeter hat ein normaler LKW? Der hat das Doppelte. Also gehe ich jetzt mal von 77er Scania aus, hat der nochmal das doppelte Drehmoment. 1100 Pesen. Das überlegt euch mal. Und das angetrieben nur auf der Hinterachse. Guckt dir diesen Ofen an. Das Fahrzeug wird sich immer Power-Oversteer befinden. Somit ist eigentlich eine Fußball-Challenge ein ideales Spiel. Um dein Fahrgefühl aus dem... Gut, der Motor sitzt allerdings auch nicht unter der Kabine, der sitzt in der Mitte. Also praktisch, dass die Hinterachse mehr Gewicht hat. Weil ich glaube, früher hatten die noch Sattelplatten drauf. Ich glaube, inzwischen haben die Sattelplatten nicht mehr drauf. PKW-Bereich im LKW zu zeigen. Kann man das wirklich in den LKW-Bereich übertragen, glaubst du? 100%. Doch, okay, Sattelplatte hat er drauf. Das Dreifache sogar, siehst du? Sattelplatte hat er drauf, aber es wird nur Kunststoff sein, weil ich kann mich früher dran erinnern, wir waren früher viel am Nürburgring zum Truck Grand Prix und auch auf dem Hockenheimring. Da hatten die stinknormalen Sattelplatten, wie wir die auf den Zugmaschinen auch hatten, hinten drauf. Und wenn du jetzt mal guckst, das ist nur eine Attrappe. Der einzige Unterschied sind die hohen Reifen und das leicht erhöhte Gewicht. Ja, und die leicht erhöhte Sitzposition. Das erhöhte Gewicht ist für dich halt ungewohnt und die Sitzposition genauso. Aber du spürst das Fahrzeug wie ein Go-Kart, wie wenn du auf dem Asphalt bist. Okay. Wollen wir anfangen? Komm mal. Soll ich dich in deinen Truck reinheben? Danke. Komm, ich helfe danke, dir. Danke, danke. Ja, geh mal. Komm, Matthias. Ich helfe dir rein ins Auto. Im Grunde bist du ja netter, wenn du mir hilfst. Eigentlich schon. Also ich bin wirklich nett. Kann das Ding umkippen? Das ist meine letzte Frage. Natürlich, ich kann alles umkippen. Was heißt hier natürlich, das kann umkippen? Ja. Wenn ich mit dem Ding im Kreis fahre und Donuts drifte, dann kann er umkippen? Nee, das war nicht die Frage. Die wenn Frage ich so einen Gegenpendler habe, so bam. Im Leben nicht. Niemals. Wird er nicht umkippen? Niemals. Ich mache mich mal in die Hütte.
Da ist er. Ich habe dich gar nicht gesehen. Einmal versteckt. Also, wir haben ein Fußballtor und man soll jetzt wirklich im Drift hier ankommen und mit der Seite, am besten mit dem Hinterrad, das Ding da reinhämmern. Wie viele Schüsse? Fünf. Okay. Fünf ist gut. Die Fallhöhe ist natürlich bei dir viel größer, ne? Du bist der Champion. Jein. Und ich bin der Kirmesfahrer, der gestern ganz kurz mal eine Probefahrt gemacht hat. Ich glaube, wir sind 5 Runden gefahren. Gut. Schon sitze ich in einem Renntrag drin. Ich habe Angst. Ich habe auch Angst. Ja, sag mal so, Schulnoten von 1 bis 6, wie habe ich mich angestellt? 4. Aber ich bin schon irgendwann besser und ruhiger gefahren. Absolut. Aber das. Also 4 plus. Ich bin mir da nicht so sicher. 2-mal treffe ich. Okay, du fängst an. Was da vorne mehr oder weniger anfängt, damit sollst du es treffen. Jetzt nicht mit der Vorderachse irgendwie so. Go. 5 Anfahrten. Ja, nicht 5 Schüsse. Steig jetzt ein und zeig mir, wie das geht. Ich bin sehr gespannt. Upsala. Viel Spaß. Danke. Ja, Kippenkerl, ich glaube aber nicht, der ist sich auf Zug ausgelegt. Der ist ja garantiert nicht auf Zug ausgelegt sein, sondern nur auf Geschwindigkeit. Obwohl, das kann auch wieder nicht sein, die Dinger sind auf 160 begrenzt. Das würde mich echt mehr interessieren, Kippenkerl, was du gerade sagst, ob das tatsächlich so funktionieren würde. Aber ich glaube, die Dinger sind nur auf Leistung ausgelegt und nicht auf Kraft. Also, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert. Aber vom Ding her hättest du natürlich recht. Wenn du das nochmal im LKW hättest, das wird schon fetzen, würde Ossi jetzt sagen. Erster Versuch verdattelt. Er hat den Ball kaputt gemacht. So geht's doch nicht. Den Ball richtig schön weggehämmert, aber halt leider nicht ins Tor. Der ist drin! Der ist nicht drin. Jetzt kommt Versuch Nummer 3. Ich bin sehr, sehr gespannt. Oh, guck mal. Wie der das macht. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob... Ich würde mir, glaube ich, wenn ich jetzt mit Daisy driften müsste, ich hätte viel zu viel Angst, die Karre umzuschmeißen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Obwohl, versuchen würde ich es mal. Wieder nicht getroffen und wieder kaputt gemacht. Aber er hat schön Qualm gemacht. Das mag ich leiden. Was er jetzt macht, ist sonnenklar. Er überhitzt die Reifen an der Hinterachse, damit es erstens schön aussieht und zweitens, damit er leichter in den Drift zu kriegen ist. Also ganz ehrlich, Hummelchen, ich finde das schon beeindruckend, was Jochen da macht. Also es ist schon, alter Schwede, das ist schon oberste Liga. Wie schon gesagt, ich würde mir in die Hosen scheißen, müsste ich das machen. Also zumindest im ersten Moment. Vorbei, Jochen Hahn, Europameister, hat noch keinen Ball versenkt. Jetzt gucken wir uns Versuch Nummer 5 an. Meiner steht da vorne, kannst du deinen bitte wegräumen? Aber direkt und ich leg dir den Ball hin. Viel Spaß! Ja, 5 Versuche. Den hat er reingemacht. Es wird jetzt wahrscheinlich wesentlich unspektakulärer aussehen gleich, aber... Du, ganz ehrlich, Kiepenkerl, der kann meinetwegen tot umfallen. Egal, es geht um Punkte, nicht um Schönheit. Versuch Nummer 2. Geh rein! Come on! Wieso geht er nicht rein? Ich hab ihn getroffen, verdammt nochmal! Aber er ist kaputt gegangen! Ich flipp aus! Verdammt nochmal! Der zählt nicht! Shit! Der war unten auf Auto! Ey, der wäre genau reingegangen! Ja! Mann!
glaube, er hat Blut geleckt. Du Kiepenkerl, immer raus damit. Immer raus damit. Ich finde das gerade beeindruckend. Alter, wie sie so mit der Autos umgehen, Alter. Also, ich weiß nicht, ob ich so eine Fahrzeugbeherrschung hätte, gerade mit dem Laster nicht. Aber wenn du jetzt mal guckst, wie er eingelenkt hat, guckt euch mal den Einlenksturz an. Also, dass das einfach ist. Geil, das ist schon geil. Wirklich so ultra heftig. Jetzt kommt der dritte. Einer ist kaputt. Chance steht gut. Ist er wieder geplatzt? Verdammt nochmal! Jetzt war's warm, jetzt war's warm. Einer noch, oder? Einer hast du noch. Das ist einfach nur krank. Es ist so schön, aber ich würde halt gerne jetzt mal einen Ball reinmachen. Ich hab's komplett vergeigt. Das ist so verdammt schwer, dass es wirklich krass. Das da, so. Also, das kann ich mir echt schon vorstellen, dass das schwer ist. Aber ich stelle mir jetzt auch schon allein mit dem Pkw schwer vor, das so zu machen. Wobei ich ja vom Driften überhaupt gar keine Ahnung habe. So zu positionieren, wie du das gemacht hast. Das freut mich. Ich bin mega außer Atem. Mein T-Shirt hier drunter ist komplett durchgeschwitzt. Es ist einfach nur mit so einem riesengroßen Gerät, solche Sachen zu machen, ist einfach eine Sensation. Es macht so viel Bock. Vielen Dank, dass wir das heute machen dürfen, auch wenn du mir gerade sie eben die erste Packung gegeben hast. Ja, aber schon eine kleine. Sind wir ehrlich? Es steht 1-0. Danke. Geil. Nächste Challenge. Wer macht die meiste Anzahl Donuts so rund wie möglich, ja, in einer Zeitfenster von 30 Sekunden? Du fährst bei mir mit, ich fahr bei dir mit. Wer fängt an? Ich. Ja. Wir waren immer meiner Meinung. Ja, fangen wir an. Wir sind deiner Meinung. Du fängst an. Hol deinen Truck. Ich warte hier. Bin bereit. Sodale. Sodale. Hey, Schwäbisch. Du, Matthias. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da der Bolzen ging. Das kann ich mir vorstellen. Das wird es bei mir auch, wobei ich es echt gerne mal machen würde. Ich hoffe ja mal, wenn das nächste Autobahns weggeht, dass der Alte mal zulässt, dass man das mal ausprobieren kann. Das wird mich mal reizen, ganz ehrlich. Wobei mir dann auch der Stift gehen würde, glaube ich. Alter Schwede, mit einer Coolness, einer Gelassenheit und einer Grazie. Danke, Mann. Moin. Geil. Habt ihr eben dieses zufriedene Gesicht von Jochen Hahn gesehen? Geil. So richtig so nachmachen. So hat er gerade geguckt. Guten Morgen, André. Nehmen wir den da, oder? Den 22er diesmal. Der Steiner. Da steht ein Name drauf. Du bist ja vorne mit der Stoßstange auch noch millimetergenau an den Pylonen da entlang gefahren, ne? War relativ nah dran. Weil wenn du näher dran bist, schaffst du mehr Runden. Na, oder du machst es schneller weiter aus. Beides ist jetzt. Come on!
Ja, Hummelchen, aber ich glaube nicht, dass sie dir das Driften beibringen im LKW. Das glaube ich nicht. Schneller gefahren bin, oder? Ja, natürlich! Du Fuchs, hast mich ausdrückst! Ich habe einen Punkt! Verdient! Scheiße! Bam! So. Und jetzt wird's richtig ernst, ne? Jetzt fahren wir Hot Lap. Ja, Hot Lap, einfach nur schnelle Runde. Das wird sehr, 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 sehr krass. Kommt er da rausgefegt? Also Matthias Malmedy auf jeden Fall. Der wird sich, glaube ich, bei Glatteis den Brenner runter in die Hosen scheißen. Aber Jochen Hahn ist selber jahrelang gefahren, selber Unternehmer. Also Jochen traue ich das zu, Matthias Malmedy nicht. Zeit läuft. Hier erreicht er 160. Da ist Limiter, Begrenzer, schneller geht er nicht. So ist er einfach übersetzt. 160. 160 mit einer Sodo-Sattelzugmaschine mit 1100 PS und über 6000 Newtonmeter Drehmoment. Mal kurz innehalten. Krass. Ja, haben wir auch schon gemacht mit dem Tankchassis. Also mit dem Tankchassis geht's, weil das Tankchassis schön kurz ist. Es darf nur nicht umschlagen. Kindsberg gebremst, aber er hat mit dem Gas gespielt. So gut. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass er nicht 100% durch die Kurve gekommen ist. Ui, richtig viel durch den Dreck gehämmert. Das kann nicht schnell gewesen sein. Glaube ich zumindest. Ab. Das ist schon schnell. 10618. Das ist schon schnell. Das ist scheiße schnell. So, Meister. Wir haben eine Rundenzeit. 10618. Gut. Passt. Müsste reichen. Müsste reichen. Das überleg dir mal, wenn die Karre nicht auf 160 begrenzt wäre. Alter, was dieser Iveco-Schrotthaufen laufen würde, Alter. Das überlegt euch mal. Wir haben ein Kupplungspedal und wir haben ein Bremspedal. Das hat sich doch mal gut angefühlt. So weit weg ist schon. Shit, das war zu schnell! Das war zu viel Gas, zu viel Drehmoment! Shit! Okay, that's it! Das ist noch meine schnelle Runde. Ohne Quatsch, ich finde wirklich, es war nicht schlecht. Ich glaube, die letzte Runde war die beste. Aber keine Ahnung, was die Zeit wert ist. Ne? Also ich weiß es einfach nicht. Ich habe kein Gefühl, ob das jetzt wirklich richtig scheiße war, auf Deutsch gesagt, oder ob das vielleicht sogar ganz okay war. Ich habe null Gefühl. Oh, Jochen. Matthias. Also, wenn Jochen Hahn für mich auf die Knie geht, dann muss was Besonderes passiert sein. Willst du es wissen? Weil wenn du auf die Knie gehst, sag ich mal so, das ist dann schon, da muss irgendwas sein. Bei mir war 1060 oder 1061. 1061, ja. Bei dir ist es 1077. Sieben. Yes! Yeah. Alter, das ist unglaublich. Respekt. Junge, das ohne Quatsch, das hätte ich nie...
Ja, klar, das Getriebe muss so übersetzt sein und das Hinterachsdiff. Ja, klar. Das muss das schon abkönnen. Aber ich glaube, dass die Renntrucks, wenn du die nicht auf 160, ich glaube, dass die das bringen würden. Also, da gehe ich mal ganz stark von aus. Niemals erwartet. Perfekt. Ich habe es von außen gesehen. In der dritten Runde hast du vertraut und dann hast du angegast. Ja. Wunderschöne Mutkurve. Du hast stehen lassen. Sage ich nicht oft, aber die war wirklich gut getroffen. Die war gut. Da war meine ja perfekt. Okay. Ja, natürlich war sie perfekt. 2-1. 2-1, besser kann es nicht laufen. Ganz ehrlich. Ich nehme es mit heim. Das ist krass, so abzuliefern mit dem Hexenschuss, das ist nicht mehr normal. Meinen allergrößten Respekt. Das lassen wir so stehen. So schaut's aus. Leute, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Abonniert auf gar keinen Fall diesen Kanal. Ja, danke.